Servus Leute, wann ist Vibe? Die Frage der Fragen im Moment in der EFT-Community. Von BSG für Anfang August angekündigt, ob das auch wirklich so kommt oder ob sich vielleicht in der Zeitrechnung von BSG noch ein bisschen was nach hinten verschiebt. Meine Einschätzung dazu und eine kleine Zusammenfassung, was wir von dem Vibe erwarten können, alles in diesem Video. Viel Spaß! Zuallererst mal meine Einschätzung, wann ist Vibe? Ich tippe, dass Vibe am 15.8., also Mitte August rum ist und sich das Ganze noch ein bisschen verschiebt von Anfang August. Es wurde ja im Podcast gesagt von Nikita selber, Anfang August ist Vibe, wurde längerfristig angekündigt, das haben sie noch nie gemacht. Finde ich auch gut, aber ich denke, es hat sich noch ein bisschen was verzögert. Und wie ich darauf komme, ja, ist letzten Endes ganz einfach. Das letzte Event, das Labs-Event, Event in Anführungszeichen, die eine Quest, kille PMCs und kille Raider und bekommen dann die Thermals und sowas. Das hat sich sehr nach Lückenfüller angefühlt und ja, dass sie da noch ein bisschen ja, Zeit überbrücken wollten. Und ich gehe auch davon aus, dass es noch ein großes Endvibe-Event kommt, das jetzt die Tage losgehen kann. Natürlich ist mir bewusst, ich nehme hier dieses Video auf und in 2 Tagen kann der Vibe kommen und es kommt nicht so, wie ich das hier sage. Das ist alles meine Einschätzung, aber ja, für mich ist es plausibel. Ich denke nicht, dass es wirklich Anfang August sein wird. Es war auch schon in der Vergangenheit so, dass BSG Sachen angekündigt hat für Anfang eines Monats. Und dann kam es Mitte des Monats oder im nächsten Monat oder am Ende des Monats. Also, ne, es ist die BSG-Zeitrechnung. Erfahrene Tarkov-Spieler kennen das sicherlich schon. Alle, die neu sind, ja, hypt euch nicht zu sehr auf den Vibe. Lieber ein bisschen ruhiger und dann sich überraschen lassen, als sich jeden Tag frisch auf den Vibe zu hypen. Das kann ich bloß empfehlen. Und in dem Podcast gab es eine Roadmap, die habe ich hier im Hintergrund offen. Das meiste davon ist eingetreten. Also im Juni hat man den Patch und dann hier interessant ETS Unity 2022 auf dem Testserver. Also das Engine-Update für die Unity-Engine auf die 2022er Version ist auf dem ETS-Server und wird da auch schon getestet. Deswegen gehe ich davon aus, nächsten Vibe werden wir das Engine-Update haben. Möglicherweise auch eine grafische Überholung. Wurde gesagt, was auf jeden Fall überholt wurde, ist Factory. Da kommen wir gleich noch dazu. Da gab es noch ein paar Screenshots und die war auch schon die neue Variante von Factory auf der TwitchCon in Rotterdam spielbar. Sieht gut aus und ja, Factory hat auch eine Überholung nötig gehabt, haben sie auch im Podcast gesagt. Also alles, was hier so steht, ist auch ziemlich eingetreten. Nicht ganz immer zeitlich richtig. PvE-Modus kann man jetzt kaufen. Hier Arena-Patches und wir sind jetzt dann hier beim August-Patch. Also, das ist der mit dem Vibe New Content. Kommen wir gleich noch dazu, ein paar Screenshots und alles, was so auf Twitter zu finden ist und was sie angekündigt haben. Ich werde, glaube ich, nicht alles erwischen. Es wurde nämlich viel gesagt, auch über die letzten Monate und ich kriege das auch nicht mehr alles hundertprozentig zusammen. Könnt ihr mir ja in die Comments dann schreiben, was ich vergessen habe. Und ja, QL, Quality of Life Improvements, sehr gut, Technical Improvements, neue Waffen, Hideout Expansion, Audio wird optimiert, FPS wird optimiert, also allgemein technische Optimierung, FPS, Audio, die wichtigen Punkte und Quality of Life. Da bin ich gespannt, was da kommt. Wir werden natürlich mit dem Vibe Patch Notes bekommen und da werde ich nochmal ein detailliertes Video dann natürlich drüber machen. Und dann für Arena kommt Preset Customization und Preset System Rework. Ich gehe davon aus, dass Arena gleichzeitig ja, eine neue Season bekommt mit dem Vibe und zurückgesetzt wird und auch gepatcht wird, weil es einfach Sinn macht, durch die Verbindung von Arena und EFT das gleichzeitig zu tun. Würde mich überraschen, wenn es anders läuft, aber mal schauen, ich gehe davon aus, Arena wird auch gleichzeitig resettet. Und dann schauen wir uns mal an, was es so an Content gab, was angekündigt wurde. Hier, neues Hideout, ja, neue Hideout-Zone, so man hat so, ja, Schaufensterpuppen, die man einkleiden kann und man kann Waffen dahinter hängen und sonst was. Und dann kommt wirklich komplette Presets von diesen Puppen direkt anziehen und so weiter. Findet ihr alles auf Twitter, auf dem Tag auf Twitter, unter Medien oder bei Nikita selber gibt es auch noch ein paar Sachen, die er dann so getweetet hat. Auf jeden Fall ein bisschen Platz, um Waffen und Gear an Puppen zu hängen und hinten an die Wand. Dann eine neue Hideout-Zone, die den Markroom Circle, den Kultisten Circle, genau. Das soll wohl so laufen, da gibt es verschiedene Rezepte, da kann man so Sachen opfern, keine Ahnung. Und dann kommt am Ende irgendwas raus mit Rezepten oder ja, Formeln, die man dann rausfinden muss oder sowas. Da ist vieles offen und schauen wir mal, wie das wird. Auf jeden Fall nochmal zusätzlich zur Scavbox, sondern da gibt es halt noch ein paar mehr Sachen, die man da versenken kann. Gutes Feature, finde ich gut. Mal sehen, wie es dann wirklich wird. Dann wird es die M60 geben. Dazu gibt es ein Video. Maschinengewehr in 7.62x51, also M62, M61, M80 und sowas. Und wird wahrscheinlich eine Bosswaffe sein, könnte ich mir vorstellen.
Wird man nicht so oft sehen, wird man genauso oft sehen wie die PKM oder die PKP. Aber ja, gute Addition, macht auch richtig was her auf diesem Video. Dann nächstes, die SR3M und die AS Wall wurden überarbeitet, beziehungsweise hier, das ist die SR3M. Und dann AS Wall und VSS haben neue Animationen bekommen und wurden überarbeitet. Fand ihr, dass sie gut aussehen. Mal sehen, wie die neuen Animationen sind. Ich konnte jetzt gar nicht so viel Unterschied feststellen. Aber ja, haben sie überarbeitet. Gute Sache. Dann nächstes Factory. Factory wurde überarbeitet. Ihr erkennt es, also hier rechts ist die Gabelstaplerhalle. Hier links, hier ist dieser Glasgang. Und sieht alles ein bisschen anders aus. Alles ein bisschen neuer, besser. Man kann jetzt auch nach oben rausschauen. Man sieht den Himmel. Möglicherweise sieht man dann auch das Wetter da auf Factory. Mal schauen. Aber auf jeden Fall Factory überarbeitet. Das sind Posts von Nikita. Und ja, hier sind die Kessel. Da hinten ist dieses Medical-Zelt. Da geht es nach unten. Das Layout ist grundsätzlich gleich geblieben. Sie haben es halt bloß einfach überarbeitet. Sieht gut aus. Map-Design kann PSG auf jeden Fall. Und wird sich noch ähnlich spielen, aber einfach besser aussehen. Davon gehe ich aus. Dann ein Sneak Peek von Nikita, womit ich, was passieren kann, was im Vibe kommen kann. Und zwar Map-to-Map-Travel, sagt man. Also von einer Map zur anderen mit dem Taxifahren. Und da gibt es hier zwei Sachen. Ne? Transfer to Streets of Tarkov. Also man kann hier durch die Gegend fahren. Ich weiß nicht, ist das hier? Das ist doch eigentlich Tarkov. Kann man sich auf eine andere Seite fahren lassen? Ich weiß nicht genau. Move Items to Stash, das ist interessant. Da kann man einfach Loot abgeben oder normal extracten. Ich könnte mir vorstellen, dass Map-to-Map-Travel vielleicht noch mit dem Event jetzt am Ende vom Vibe eingeführt wird oder dann mit dem nächsten Vibe kommt. Und da gibt es noch eine Sache, die vielleicht noch eingeführt wird. Das ist das PMC-Karma und der Boss dazu, der Bounty Hunter, der Minen legt. Also es soll ein System integriert werden, das PMC-Karma beinhaltet, was zum Beispiel, wenn man in der Nähe von Exits campt, runtergeht und sowas. Dieses Feature sollte ohne Ankündigung eingeführt werden. Hat Nikita gesagt, mal sehen, wie das passiert, ob das vielleicht noch jetzt am Ende vom Vibe kommt oder ob das mit dem nächsten Vibe kommt. Bleibt abzuwarten, auf jeden Fall dieses Map-to-Map-Travel und PMC-Karma mit dem Bounty-Hunter-Boss, der dann einen jagt, wenn man schlechtes Karma hat, irgendwie so, und Minen legt und seine Area vermint. Irgendwie so wird es gesagt. Könnte noch beides mit einem Event eingeführt werden oder dann mit dem nächsten Vibe kommen. Und dann, Nikita hat noch vor ein paar Tagen gepostet, das Clipping vom Gear ist endlich vorbei. Also, ne, dieses Durchklippen von Headsets oder durch Helme oder sonst was, haben sie endlich gefixt. Und es war ihm wohl auch ein großes Anliegen. Das wurde jetzt überarbeitet. Ist ein gutes Feature, sieht Tarkov einfach ein bisschen besser aus. Und das ist so das, was wir mit dem nächsten Vibe erwarten können. Wie gesagt, ich mache nochmal ein ausführliches Video. Wenn dann wirklich klar ist, dass Vibe kommt und die Patchnotes da sind, dann werde ich da natürlich nochmal drüber gehen. Aber das ist so, ja, das, was angekündigt wurde. Und ich habe sicherlich das ein oder andere vergessen. Wie gesagt, ab in die Comments damit. Und ja, meine Einschätzung zu Vibe. Um Mitte August rum, ab 15.8. rechne ich mit dem Vibe. Kann jetzt natürlich auch altern wie Milch, das Video. Und wir haben in zwei Tagen den Vibe. Dann lag ich falsch, es tut mir leid, wie gesagt, alles bloß Einschätzungen, aber ihr könnt mir ja auch in die Comments schreiben, wann ihr denkt, dass der Vibe kommt. Und ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, wie gesagt, ein Kommentar. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis denn. And I've been counting days to get a